Hey Leute, was geht ab? Willkommen bei House of Sneakers. Mein Name ist Ali. Mein Name ist Lars und heute dreht es sich alles um den Jordan 1 Travis Scott. I got blood in my eyes and I can't sleep. Writing pain on my mind while you count sheep. If I don't grind on my life, how I'm gonna eat. Been through the hell and the struggle, this shit ain't sweet. All these people hating on me cause they all weak. Watch who really be demons cause they all preach. Couple niggas that's gon' ride and that's on me. If you talk behind my back, you ain't my homie. I close my eyes and I see different. Schuhe ist am Start. Ihr kennt es alle. Der Swoosh, der falsch herum ist. Das hat einen extremen Hype damals ausgelöst. Ja, ja. Das heißt, damals vor einem Jahr kam der raus. 2019 meine ich, 2018. Ja, irgendwie so können wir einblenden. Geiler Schuh an sich. Ist von mir ein bisschen getragen. Also ich trage meine Schuhe, das ist klar. Ja. Und ja, Colorway immer noch klassisch. Wer sich ein bisschen mit den Jordans auskennt und mit den Kollaborationen, der weiß auch, was das für ein Schuh ist. Der war extrem im Hype, ne? Ja. Obwohl viele Paare gemacht wurden, komischerweise. Ja, wurden viele gemacht. Ich weiß es mehr gar nicht. Mehr als vom Low. Oh, ja. Also wie gesagt, den gibt es auch noch als Low-Variante. Ja. Wenn ihr den sehen wollt, könnt ihr mal unten reinschreiben. Dann zeigen wir euch den auch noch. Ja. Was wolltest du gerade sagen? Ja, wie gesagt, Backwards Swoosh, dann hier der normale Swoosh, hier ist noch Cactus Jack in so einem Weiß, weil der ist ja so... Auch so klassisch von Travis Scott gefällt, ne? Ist geil, einfach geil. Dann hier die Tasche, ne? Da werden wir auch noch was reinblenden mit der Tasche. Ja, vielleicht wissen es gar nicht so viele, also der hat hier so eine Tasche, wo man, keine Ahnung... seine Schnürsenkel oder was auch immer verstecken kann. Ich glaube nicht, dass Travis Scott Schnürsenkel verstaut da drin, nee, in diesen Taschen. Aber ich glaube was anderes, was Grünes. Ja, ein bisschen, bestimmt. Ja, so ein Brokkoli oder so kann man da mal reinstecken. Ja, der kommt natürlich auch mit extra Laces. Ja, genau, die habe ich hier. Kommt super. Einmal mit den klassisch schwarzen Laces, die drauf sind. Und drei zusätzlichen. Genau, also einmal braun, rot und pink. Also pink ist... momentan, wenn man auf Instagram so ein bisschen unterwegs ist, der absolute Killer. Die hat schon auch mal drin. Die geben dem auf jeden Fall ein bisschen Flavor, ne? Ja, die tragen viele, ne? Mhm. Wie gerade schon gesagt, das Braun, weiß ich nicht, ob das so passt. Braun, braunen Schuh auch. Wird zwar passen, aber ich hatte es noch nicht drin. Auch so. Rot weiß ich auch nicht. Also ist halt auch geil, poppt auch krass raus mit dem Nike Air hier oben. Stimmt. Aber geil, also kriegst keinen Jordan 1er mit 4 Laces. Kriegst du nicht. Also muss ich ganz ehrlich, ich glaube Retail war 170. 170 ist ja ein bisschen teurer gewesen. 10, ne, 150, 160 kosten die normal, ja, glaube ich. Normal, jetzt mittlerweile 160, 220 haben die angehoben. Ich meine, der hat 170 gekostet, 175 irgendwie so. Das können wir auch mal kurz einblenden. Retail war jetzt momentan, klar, 1500 Euro. Geht der momentan bei StockX weg, das können wir natürlich auch einblenden. Also auch, wie der Schuh entstanden ist, so dieses Braun... so diese Erdtöne, das ist ja typisch Travis Scott. Ja, ja. Dann dieser Sail-Boden hier. Also hier. Der hat schon Sail. Echt krasse Details. Also ja. Ist der Hund 1500 Euro wert? Oh, da muss man sich drüber streiten. Ne? Es gibt viele, die sagen, es ist der wert. Ne? Also ich persönlich weiß es nicht. Also 1500 Euro ist schon viel Geld. Ist verdammt viel Geld. Ich weiß, je nach Größe halt. Ne? Ich glaube, 43 ist jetzt... können wir einblenden, aber ist auf jeden Fall sehr hoch, so knapp 1500 Euro. Ja, die werden alle über 1000, glaube ich, gehen, oder an die 1000 auf jeden Fall. Ja. Ja, krasser Schuh. Schöner Schuh. Ich hatte, da gibt es eigentlich noch weiße Laces zu. Die habe ich gar nicht mit drin, merke ich gerade. Soll man dazu sagen? Kopf ab. Wo sind die weißen Laces? Nee, die habe ich in meinem anderen Jordan 1er drin. In dem Low? Nee, in meinem Obsidian. Ah. Den können wir euch auch mal vorstellen. Schreibt einfach unten rein, was ihr für Schuhe sehen wollt. Dann Vielleicht haben wir die ja und dann wenden wir euch ein. Sonst versuchen wir es zu organisieren und dann werden wir den Schuh nochmal zeigen. Da kommen 5 Laces mit bei. Da ist noch super weiße Creme-Laces mit bei. Stimmt. Boah, das habe ich natürlich ganz auch gelesen. Heftig aus, glaube ich, mit den Creme-Laces. Die hatte ich auch mal. Ich glaube, bei Instagram kann man bei mir in den Stories mal gucken. Da habe ich den, glaube ich, einmal drin. Da sieht er auf jeden Fall auch clean aus. Aber ich finde pink und schwarz ist am besten. Finde ich jetzt persönlich. Rot hat schon. Pink am besten mit schwarz. Ich würde dieses Cremefarben mit schwarz. Ja, du bist eher so der clean, der klassische. Ja. Der klassische Lars.
Der klassische Laden. ansonsten. Wie findest du das Leder? Leder super. Also obwohl es der also relativ letztes Jahr rausgekommen ist, etwas älterer Schuh, Lederqualität. Ich finde das geil. Also bei Collabos bringen die richtig geile Lederqualis raus. Obwohl, es gibt ja noch ein, zwei Paare, die haben noch krasseres Leder. Worauf willst du anspielen? Einmal der Shattered Backboard und der Rookie of the Year. Ich weiß gar nicht, ob ihr den so kennt. Der war ja nicht so krass im Hype. Der war anfangs gut im Hype. Der ist auch momentan wieder im Hype wegen dem Last Dance. Aber wegen dem Last Dance Film-Video. Aber nicht so krass im Hype. Nee. Also Lederquali ist wirklich... Die können wir euch auch mal und auch noch mal zeigen. Ja. Der ist echt underrated, finde ich, der Rookie. Auf jeden Fall. Shattered Backboard haben wir bis jetzt leider noch nicht. Probieren wir auch irgendwie zu organisieren. Aber das Leder an sich hier beim Travis ist halt auch echt nicht schlecht. Ne? Also, ja. Ich finde jetzt nichts an dem Schuh auszusetzen. Vielleicht, ich bin ja eher so der Typ, der ein bisschen auf Tragekomfort noch achtet. Ja. Die Einser generell sind für mich, für meinen Fuß jetzt nicht so die bequemsten. Ist okay. Ja, kann man tragen. Also. Aber nicht für den Alltag. Also nicht jeden Tag. So mit den Einsern werde ich jetzt nicht bergsteigen. Was mich jetzt stört, ich finde das zu groß. Echt? Findest du das zu groß? Ich finde das ein bisschen zu groß. Und dass das hier unten so leicht abgehackt ist, stört mich auch ein bisschen. Aber sonst ist geil. Ist richtig geil. Mit dem Air Jordan hier oben drauf noch. Und ja. Aber ich finde auch die Farbwahl geil, weil so ein Jordan kam noch gar nicht raus. Nee, ist, in der Farbe. Soll aber jetzt noch irgendwann der Einser Dark Mocha, glaube ich, heißt der. Komm, der sieht dem ein bisschen ähnlich. Hat jetzt nicht diesen Swoosh hier. Richtig. Und nicht die kleinen Details wie die Tasche. Also man hat so, genau, man hat so leichte Mockups gesehen, wo der Schuh so ein bisschen präsentiert wurde. Kein offizielles Bild, halt nur so, wie man sich den vorstellt. Und der sah so schon sehr ähnlich aus. Ja. Können auch mal ein Bild mal einblenden. Wenn man den so vielleicht sieht, kommt er dem schon nah. Ja. Also ich glaube, dass also wer den Travis nicht hat, sollte sich versuchen, den Dark Mocha vielleicht zu koppen, der jetzt bald kommt. Der ist auch nicht ganz so teuer im Retail dann auch, oder Resale. Der Retail ist er jetzt bei 160. Okay, na gut, 10. Also wird er dann sein und Retail, denke ich mal, wird er nicht so über 1000 Euro. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn doch, dann haben wir den nächsten Halbschuh. Dann haben wir den nächsten. Ansonsten, wie gesagt, geiler Schuh. Das war's mit dem Travis Scott 1er Review. Viele kennen den natürlich auch schon, deswegen, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, da würden wir uns super freuen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr den Schuh findet. Meint ihr, der ist immer noch krass im Hype oder der hat einen Hype verloren? Ist der 1500 Euro wert? Das ist die Frage. Ansonsten checkt unsere Instagram-Seiten ab. Die sind verlinkt, ja. Die verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Peace. Every time, yeah, mit Vogelscheiße, yeah. Die Kackvögel, Alter. Willkommen bei Haus aus dem... Ist das schon am Aufnehmen? Oh Mann, ey. Willkommen bei Haus aus dem...